Und wenn euch das interessiert, dann bleibt doch einfach dran. Nochmal. Ah, kommt noch ein Auto. Hallo zusammen und herzlich willkommen bei mir im Urlaub. Heute gibt es einen kleinen Food Haul. Ich habe Dinge eingekauft, die ich mit nach Deutschland nehmen würde. Werde. Wenn euch das interessiert, dann bleibt einfach dran. Hallo, ich mache Video. Bist auch mit drauf? Es ist 7 Uhr in der Früh. Die Welt erwacht hier in Brela. Es kann sein, dass es etwas lauter wird. Die Lieferanten fahren hier vorbei. Müllabfuhr war schon da. Die Souvenirshops, die Supermärkte werden beliefert. Und von daher, die Menschen fahren zur Arbeit, ne? Und von daher kann es etwas lauter werden. Aber stört euch nicht dran, das Video ist nicht lang. Ich möchte euch gerne Sachen zeigen, die ich mitnehmen möchte nach Deutschland. Und zwar ist es quasi ein Food Haul. Und welche Sachen das sind, das zeige ich euch jetzt. Diese Dinge, die ich euch jetzt zeigen werde, das sind eigentlich Dinge, die ich jedes Mal mitnehme, wenn ich hier bin. Und wir legen jetzt einfach mal los. Und zwar ist das eine Marmelade. Und zwar ist das eine Marmelade aus Hagebutten. Und ja, natürlich könnte man das auch in Deutschland kaufen, aber gerade diese Marmelade schmeckt super, super gut. Sowas gibt es, glaube ich, nicht oder ich habe es noch nicht in Deutschland gefunden. Und zwar ist das eine Marmelade, die wirklich keine Fruchtstücke haben in sich. Und ich mag das nicht so gerne. Ich mag lieber wirklich reines Mousse ohne Fruchtstücke. Und ja, so ist diese Marmelade und deswegen musste sie mit. Deswegen kommt sie mit. Genauso ergeht es hier mit dieser Marmelade. Und zwar ist das eine Marmelade aus Pflaumen. Und auch ein Mousse quasi, eine Marmelade ohne Fruchtstücke. Und die lieben wir einfach. Dann habe ich, wie nennt man das? Leberwurst mitgenommen, genau. Das ist eine Leberwurst aus Hähnchen. Ein bisschen Schweinefleisch ist da drin, aber der prozentuale Anteil ist von Hähnchenfleisch höher. Die Prozentaufteilung ist da halt, kommt mir besser. Meine Kinder mögen die und von daher habe ich 3 Stück mitgenommen. Dann habe ich Paprikapulver mitgenommen und zwar die süße Variante. Kann man auch in Deutschland kaufen, aber ich finde diese in Kroatien produzierten Paprikapulver, die schmecken einfach anders. Ich weiß nicht warum, aber die schmecken einfach intensiver. Ich denke mal, die Produkte kommen aus Kroatien, die Paprika, und ihr kennt das bestimmt sicherlich, dieses Obst und Gemüse beim Türken zum Beispiel oder halt auch im Biomarkt, und jetzt kommt schon wieder ein LKW, und zwar für den Supermarkt Konsum. Ich mache mal Pause. So, vorbei. Und zwar schmeckt das Obst und Gemüse beim Türken oder halt im Biomarkt ganz, ganz anders, als wenn du die Dinge so im Supermarkt kaufst, finde ich. Und von daher habe ich die mitgenommen, 3 Stück. Kann man super, super würzen. Also, ja, man kann die Gerichte damit würzen. Ich mache sehr, sehr viel mit rotem Paprikapulver. Und von daher ja, kommt auch immer wieder mit. Das ist auch unser All-Time-Favorite. Das sind so leckere Plätzchen. Das sind so leckere Plätzchen. Und zwar ja, ganz normale Butterplätzchen, so eine Art Butterkekse. Aber dann schön auf einer Seite mit leckerer Schokolade getränkt. Pause. Genau, also die schmecken wunderbar und die mögen die alle total gerne und deswegen müssen sie auch mit nach Deutschland. Und zu guter Letzt Babybrei. Das ist ein Babybrei, der schmeckt so, 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 so lecker gut. Ich glaube, da ist auch Zucker drin. Auf jeden Fall schmeckt dieser hier super, super gut.
Dieser weckt nämlich Kindheitserinnerungen in mir. Und zwar habe ich den hier immer gegessen, immer wenn ich Urlaub gemacht habe hier, habe ich den gegessen. Und der ist einfach super, super lecker. Man braucht den einfach nur eine Schüssel Milch, Pulver rein, rühren und dann ist er schon fertig. Und deswegen wollte ich mal gucken, ob meine Kinder den vielleicht auch noch mögen. Ansonsten, wenn die den nicht wollen, dann nehme ich ihn gerne. So, das war mein kleiner Food Haul, den ich mit nach Deutschland nehmen werde. Und ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen oder euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir einen Daumen nach oben, abonniert diesen Kanal und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, tschüss!